Dann reden wir mal. Ha, so übel bin ich noch gar nicht. Hm? Ich mag zwar alt sein, zum alten Eisen gehöre ich aber noch lange nicht. Und Jüngere bei Kletterwettbewerben zu schlagen, war schon immer meine Spezialität. Aber genug davon. Wir sollten uns auf unser Vorhaben konzentrieren. Wie du dir vielleicht schon gedacht hast, wird diese Lektion etwas ganz Besonderes. Bisher haben wir uns auf die richtige Pflege von Pflanzen und Feldfrüchten konzentriert. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns mit der richtigen Pflege unseres Geistes beschäftigen. Sonnenlicht und Musik waren wichtig für Ersteres. Letzteres wird unser Werkzeug die Meditation sein. Und aus diesem Grund habe ich dich genau hierher gebracht. Siehst du diesen Fels? Er wurde nicht umsonst geweiht. In diesem Bereich fließen mächtige spirituelle Kräfte. Ich weiß schon, es mag seltsam anmuten, vielleicht sogar okkult. Aber bitte hab etwas Geduld. Zuerst die Grundlagen. Setz dich nämlich genau so. Gut, jetzt bist du an der Reihe. Mache ich das? So. Meditation dreht sich um Ganzheit, Stella. Um Ganzheit und Einssein. Viele Anfänger glauben fälschlicherweise, dass es beim Meditieren darum geht, den Geist zu leeren. Aber der Geist ist nicht leer, Stella. Er ist eine Bestie, wild und ungezähmt. Brutal und fürsorglich. Liebevoll und zerstörerisch. Voller Hass, Neugier und Angst. Ein Knäuel ausgefranster Nerven. Genau wie der Drache kann auch der Geist nicht kontrolliert werden. Er muss frei umherschweifen können. Auch mein Vater hat mit diesem gequälten Wesen gelebt. Oder vielleicht war es ein Wesen anderer Art. Er entschied sich, dagegen zu kämpfen. Er wollte es mit aller Macht unterdrücken, es mit Gewalt besiegen und es vor allem zum Schweigen bringen. Er dachte, dass nichts sei die Lösung. Aber der Drache ist unbezwingbar. Der Kampf hat meinen Vater gebrochen. Lass dein Geist wandern, Stella. Ganz sanft, so als sei er ein verängstigtes Kätzchen. Lass ihn das Gras riechen. Lass ihn den Wind spüren, der durch deine Haare weht. Die Hitze, die vom Stein hinter dir ausgeht. Das gleichmäßige Brechen der Wellen unter uns. Lass dein Geist alles durchdringen, nicht um es dir anzueignen, sondern um Teil davon zu werden. Sei eins und sei vollständig, aber hör nie auf zu sein. Okay. Und jetzt? Kann ich jetzt irgendwas Tolles? Ich vermute mal nicht. Da ist noch was drin, da will ich noch hin. Irgendwann komme ich da noch hin. Hier nochmal meditieren? Nö. Na ihr zwei, wo ist denn dein Kompagnon? Oh, da bist du ja. Meine Lektion scheint sich voll ausgezahlt zu haben. Du warst stundenlang dort oben. Irgendwann musste ich mir mal die Beine vertreten. Oh, was sagst du da? Eine Vision? Natürlich. Du bist ja schließlich die Seelenfährfrau. Mystischen Energien dieser Welt müssen dich auf geheimnisvolle Art und Weise beeinflussen. Sicherlich gibt es noch andere Orte der Kraft wie diesen. Wenn du sie findest, solltest du dir auf jeden Fall die Zeit nehmen, dort zu meditieren. Vielleicht sinken dann noch weitere Visionen auf deinen Geist herab.
Weißt du, Stella, während du dort oben warst, wollte ich ein wenig nachdenken. Ich wollte mich auf unsere nächste Lektion vorbereiten. Es gibt noch so viel, das ich dir beibringen kann. Aber ich konnte nicht nachdenken. Mein Geist kam nicht zur Ruhe. Denn auch ich hatte eine Vision, verstehst du? Ein Geschenk des Universums. Es ist der Drache, Stella. Ich konnte spüren, wie er langsam auf mich zugekrochen kam. Ich dachte, ich müsse noch etwas Wichtiges vollbringen, bevor er mich verschlingen würde. Aber inzwischen wurde mir klar, dass der Drache mir kaum näher gekommen ist. Er hält schon eine ganze Zeit lang mit mir Schritt. Und ihn weiterhin zu ignorieren, wird mir nicht helfen. Aber nun lass uns gehen, ja? Na gut. Ach, nehme ich jetzt noch ein Schaf mit? Na gut. So, Glöckchen klingeln. Du hast doch bestimmt Hunger, meine Liebe. Hey. Die ist ja zickig drauf. Ich hoffe, die haut jetzt nicht ab. Ah nee, die versammeln sich ja alle hier. Was ist das? Oh, eine kleine Zeremonie. Gut, ich werde mein Bestes geben. Na, was ist das denn, Maulwurf? Oh, das ist wirklich angenehm. Weich wie eine Waffel und warm wie ein frischer Kuchen. Hihi, ich fühle mich wieder jung. Vielen Dank, dass du mich gefunden hast, meine Kleine. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde mich schon zurechtfinden. Na Mensch. Muss ich da jetzt rein? Tatsache. Hast du das gesehen, Stella? Das kleine Schaf wollte mit uns kommen. Es hat wohl doch keinen Gefallen an seinem neuen Gefährten gefunden. Nun ja, mach dir keine Sorgen. Wir werden uns gut um dich kümmern. Aber zuerst... Diese ganze Wolle sieht ziemlich unangenehm aus, nicht wahr? Und, oh nein, wir sind auf einem Schiff. Es ist genau wie in dieser Geschichte, in der die Schafherde vom Schiff fällt. Oh, so geht das nicht. Nur zu, Stella. Schere ihm die Wolle vom Leib. Es ist nur zu seinem Besten. Okay. Guck. Muss ich dir jetzt auch noch was zu futtern geben? Bam. Noch was gefunden? Nee. Na, fühlst du dich jetzt nicht besser? Und es ist auch viel sicherer. Und dieser Schlüssel... Ich dachte, ich hätte ihn verloren, aber er steckte die ganze Zeit in deiner dicken Wolle. Was für eine Freude. Du wirst schon einen guten Verwendungszweck für diese Extrawolle finden, Stella. Wolle ist eins meiner Lieblingsmaterialien. Ich wähle ausschließlich Wolle für alle meine Decken. Mein Mann fand sie natürlich immer zu kratzig. Er war so ein Miesepeter. Wie dem auch sei, seine Wolle wird schnell nachwachsen, aber nur, wenn du das Schaf gut fütterst. Das hier scheint besonders großen Appetit zu haben. Ich würde vorschlagen, dass du es regelmäßig fütterst. Sonst könnte es sich in deinem Garten umsehen und deine Nutzpflanzen zerstören. Oh, ein Schafspfähig würde es an Ort und Stelle halten. Den solltest du vermutlich so schnell wie möglich bauen. Zum Wohl des Schafs und deiner Pflanzen. Hihi. Okay, ich habe aber noch ein Schafspfähig. Oder muss ich noch was anderes bauen? Essen hast du? Das andere kann ich gerade nicht auswählen. Okay. Guck. Was mache ich jetzt? Ah. Nein, nein, nein. Oh, du bist müde, nicht wahr? Kein Wunder, dass du dich bei so vielen Kindern erschöpft fühlst.
Vielleicht können wir ein bisschen mit ihnen spielen, damit du dich erholen kannst. Was meinst du, Stella? Wundervoll. Oh, wir werden so viel Spaß haben. Das Spiel habe ich mit meinen Enkelkindern andauernd gespielt. Fangen sie einfach ein und bringen sie zu ihrer Mutter zurück. Okay. Wie mache ich das denn? Nein. Hä? Was muss ich denn machen? Irgendwie draufdrücken? Achso, ich habe jetzt eins. Ich muss das zu Mutti bringen, ja? Jetzt das nächste. Okay, verstanden. Wo sind sie denn? Da ist noch eins. Komm. Passt das schon? Tatsächlich. Hikarishima-Leuchtturm entdeckt. Na, mal gucken. So, dann bauen wir der Guten das mal. Nicht, dass die so unglücklich ist. Ich kann das ja gar nicht mit ansehen. So. Ach Gott. Das ist aber ziemlich hoch. Krass. Naja, ist halt hoch, ne? Naja, lassen wir das erstmal da. Erstmal hat die Gute dann ihr Häuschen, dann sind alle erstmal zufrieden. Und dann schauen wir mal. Aber ich muss echt noch ein Schafdings hier bauen. Was ich ein bisschen nervig finde. Ach, wieder ein Käufer. Hör zu, ich will keinen Ärger. Ich habe gehört, was du und deine Freunde mit meinem Kollegen gemacht habt. Den Stress brauche ich nicht. Waren zu verkaufen ist harte Arbeit. Meine Preise reflektieren stets deine Markentreue gegenüber Raccoon. Mhm. Opal, ja. Lassen wir mal. Ich kaufe Zutaten. Vielleicht werde ich später etwas für dich kochen. Hat Atuls Flötenmusik genossen? Guck mal, die mag den. Ach, da oben ist was. Komm ich nur nie hin. Ich genieße hier gerne die Sonne. Es ist friedlich. Hin und wieder aber auch nicht. Vor allem, wenn Leute gerne auf diesem Sonnenschirm herumhüpfen. Sie springen hoch und runter, hoch und runter. Sie lieben es, davon abzuprallen. Da könnte ich aus der Haut fahren. Ich kann mich wohl nur darüber beschweren. Hm. So richtig habe ich es aber noch nie raus. Was machst du da? Du ruinierst diesen äußerst angenehmen Tag. Hör sofort auf, abzuprallen. Du kannst nicht einfach hierher kommen und wie ein hyperaktives Kleinkind von Gegenständen abprallen. Du stresst mich total. Beruhig dich doch mal. Ich habe einen kostenlosen Rat für dich. Du wirst es nie dort hochschaffen. Ich habe schon Leute mit kräftigeren Beinen scheitern gesehen. Na schön.
Wenn du es wirklich willst, brauchst du zwei Dinge. Zuerst mal eine gute Einstellung. Das bezieht sich auch aufs Leben im Allgemeinen. Die richtige Einstellung ist alles. Und dann musst du dir vorstellen, höher abzuprallen. Oder, ich weiß auch nicht, vielleicht solltest du eine neue Fertigkeit erlernen. Du wirst es schon herausfinden. Eines Tages wirst du lernen, wie man ordentlich abprallt. Ich weiß einfach, dass du eine Kombination aus Dingen brauchst, um dort hochzukommen. Eine ruhige und coole Einstellung und höhere Beinkraft. Hör jetzt auf damit. Ich bin nur eine simple Person, die es nicht mag, wenn Leute auf ihrem Sonnenschirm herumhüpfen. Ja, habe ich wohl die Fähigkeit noch nicht. Ja, das war's dann wohl. Dann kann ich das wohl noch nicht. Dann kann man ja hier wieder weg. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, bis dann, eure Bora.